Dinge, die in Museen ausgestellt werden, zeichnen sich meistens vor allem durch eine Gemeinsamkeit aus. Sie sind selten, wenn nicht einmalig. Der Abguss zum Beispiel eines antiken Reliefs aus Syrien hat deshalb immer den Makel, eben nicht das Original, sondern nur ein Duplikat zu sein. Doch durch die Möglichkeiten der Digitalisierung entdecken jetzt zunehmend auch Museen die Vorzüge davon, eine Sicherheitskopie ihrer Ausstellungsstücke zu haben und beginnen ihre Sammlungen systematisch zu digitalisieren. In diesem Umfeld arbeitet auch Hartmut Kühne vom Institut für Vorderasiatische Archäologie der Freien Universität Berlin. Über 30 Jahre hat er die Ausgrabungsstätte von Tel Chek Hamed geleitet und mit seinen Funden das Museum von Deret Zor bestückt. Heute liegt diese Region mitten im Kriegsgebiet, umkämpft zwischen der syrischen Armee und dem Islamischen Staat. In Berlin legt er deshalb eine digitale Kartei der Fundstücke an, auf Grundlage vorhandener Fotos und Daten. Im Grunde kann jeden Tag das Museum zerstört werden, bombardiert werden, es kann beraubt werden, es kann einfach der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Und dann ist es natürlich umso schwerer, das Inventar zu rekonstruieren. Kühne weiß, wenn die Objekte dem IS in die Hände fallen, sind sie wahrscheinlich verloren. Er kennt natürlich die Internetvideos von IS-Kämpfern bei der Zerstörung antiker Städte und Kunstgegenstände. Und er weiß auch, dass der IS Artefakte verkauft, um damit seinen Krieg zu finanzieren. Beides kann Kühne durch die Digitalisierung zwar nicht verhindern, aber seine geliebten Objekte wenigstens vor dem Vergessen bewahren und den Schwarzhandel etwas erschweren. Angst vor dem Vergessen hat man auch im Naturkundemuseum in Berlin. Denn die Sammlung des Hauses ist so umfangreich, dass nur ein kleiner Teil überhaupt ausgestellt werden kann. Viele Insekten zum Beispiel lagern seit Jahren in ihren Glaskästen im Museumsdepot. Unzugänglich für Besucher. Auch hier soll die Digitalisierung helfen, die Sammlung möglichst vielen Wissenschaftlern und eben hier auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und in diesem Zusammenhang bieten sich digitale Techniken als neues Verbreitungsmedium an. Wissenschaftler aus aller Welt können darauf zugreifen, aber auch unsere eigenen Wissenschaftler können viele Fragestellungen an digitalen Modellen ganz anders beurteilen. Dazu macht ein Spezialscanner 240 Einzelaufnahmen eines jeden Glaskastens. Das Ergebnis ist ein hochauflösendes 270-Megapixel-Foto. In diesem können Wissenschaftler jedes Detail der Objekte an ihren Computern ansehen. Von ausgewählten Objekten kann das Museum sogar 3D-Drucker anfertigen. Für Besucher zum Anfassen oder um Kopien der Sammlungsstücke Wissenschaftlern in aller Welt zuzusenden. Aber das Digitalisierungsverfahren des Naturkundemuseums ist aufwendig und teuer. Und der Ausdruck eines einzigen Brachiosaurus-Oberschenkelknochens etwa kostet mehrere tausend Euro. Hartmut Schwand von der Technischen Universität Berlin tüftelt deshalb daran, solche Digitalisierungsverfahren zu perfektionieren. Denn von der Digitalisierung bis zum fertigen 3D-Modell ist es ein langer Weg komplizierter Berechnungen. Auch arbeiten fast alle Museen mit eigenen Methoden und Technologien. Die Folge? Hohe Kosten und ein enormer Arbeitsaufwand, den sich die wenigsten Museen überhaupt leisten können. Schwands Ziel? Ein standardisiertes Verfahren zur Datensammlung und Erstellung von 3D-Modellen aller denkbarer Ausstellungsstücke. Und diese über das Internet Menschen auf der ganzen Welt zugänglich machen. Also es ist denkbar, dass es zukünftig möglich ist, virtuell durch ein Museum zu laufen. Von zu Hause aus, man sitzt bequem auf dem Sofa, hat seinen 3D-Fernseher und braucht natürlich gewisse Eingabegeräte, um die Szene zu beeinflussen. Man kann auch durch einzelne Exponate hindurchlaufen, aber nur dann, wenn entsprechend Daten vorhanden sind. Kombiniert mit Virtual Reality Brillen wie der Oculus Rift ergeben sich so ganz neue Formen des Museumsbesuchs. Ein virtueller Rundgang durch alle Ausstellungen der Welt. Ohne Anreise, Schlange stehen und Gedränge vor den Meisterwerken. Bis diese Technologie sich allerdings durchsetzt, hilft die Digitalisierung Museen aber vor allem bei ihren Hauptaufgaben: Sammeln, bewahren und zeigen.